Einfach mal raus. Der Podcast für Kurzreisen und Ausflüge in der Metropolregion Hamburg. Von Dithmarschen bis in die Heide und das Wendland. Von Cuxhaven und Rothenburg an der Wümme bis an die Ostseestrände und den Plauer See. Wir erzählen die schönsten Geschichten und geben Tipps für eure Auszeiten vom Alltag. In Zusammenarbeit mit den Ausflugsregionen der Metropolregion Hamburg. Und damit moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Andreas Wurm und starte auch heute wieder mit euch zusammen auf eine Entdeckungsreise hier in der Metropolregion Hamburg, eine der buntesten, schönsten und wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands. Über 1000 Orte, 20 Landkreise und kreisfreie Städte, die sich über Teile der vier norddeutschen Bundesländer, also Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern erstrecken, bilden die Metropolregion. Urbanes Großstadtflair und sanfte Hügel, mächtige Kreuzfahrer und idyllische Seenlandschaften, Küste und Meer, Herrenhäuser und Schlösser. Kaum eine andere Region Deutschlands bietet so viel Lebensqualität, aber natürlich auch Ausflugs- und Urlaubsmöglichkeiten wie unsere Metropolregion. In unserem Podcast lassen wir euch hören, wie vielfältig sie ist. In der heutigen Folge geht es für mich nach Mecklenburg-Vorpommern ins Sternberger Seenland. Es ist ein wunderbarer Landstrich östlich der Landeshauptstadt Schwerin mit zum Teil ganz verwunschenen Alleen, kleinen Dörfern, Gutshöfen und Herrenhäusern und sogar einem echten Canyon. Wie in jeder Folge habe ich auch heute wieder Menschen getroffen, die mir und euch ihre Heimat näher bringen. So, und jetzt viel Spaß mit unserer dritten Folge, die von ganz viel durchaus auch sportlichen Naturerlebnissen und einem zauberhaften Schloss handelt und dazu noch jede Menge weitere Geschichten erzählt, die ihr während eures Besuchs dort erleben könnt. Unsere heutige Podcast-Reise beginnt in Karz, in einem Dorf im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Karz gehört zur Gemeinde Weitendorf. Die nächstgrößere Stadt Sternberg ist knapp 8 Kilometer in östlicher Richtung entfernt. Mein Weg führt mich über die Autobahn 14 dorthin. Und plötzlich ruckelt es unter mir, denn ich erreiche eine wunderschöne Kopfsteinpflasterallee. Meine sofort angesprungene Fantasie sagt mir, hier kommt mir gleich eine Kutsche entgegen. Und dann erreiche ich das Herzstück, das Schloss Karz, mit seinem herrlichen Park, in dem seltene Gehölze wie Tulpen und Mammutbäume wachsen und auch ein Mausoleum zu finden sein soll. Das schaue ich mir natürlich als erstes an und treffe dort auf Martin Bouvier, der mir als Leiter der Touristinformation ganz viel Wissens und Sehenswertes mit in den Tag gibt. Herr Bouvier, in einem wunderschönen Ambiente begrüßen Sie mich. Wir sind hier in einem Schlosspark. Verorten Sie uns doch mal kurz. Ja, wir sind mittendrin im Naturpark Sternberger Seenland und wir befinden uns in Karz. Karz liegt, um es ein bisschen einzugrenzen, grob gerechnet zwischen Brühl und Sternberg, 3 Kilometer von der Warnow entfernt, von der viele bestimmt schon mal ein bisschen was gehört haben. Es ist sehr hügelig, fällt sofort auf. Das vermuten vielleicht viele gar nicht, wenn man so an den Norden denkt. Ja, wir stehen jetzt hier hinter dem Schloss und haben einen wunderschönen Blick durch den Schlosspark in die Endmoränenlandschaft des Sternberger Seenlandes. Wir verdanken diese Hügeligkeit der gesamten Region der letzten Eiszeit, der Weichsel-Eiszeit, vor so ungefähr 16.000 Jahren, um mal einen kleinen Exkurs in die Geschichte zu machen. Aber Geschichte ist ja sowieso hier ein ganz, ganz großes Thema, denn zum Beispiel dieses wunderschöne Schloss, über das wir später noch ausführlich sprechen werden, steht ja hier nicht umsonst, sondern hier kam man her, weil es schön war und weil man eine Art Entschleunigung erfahren konnte. Eine Art Entschleunigung. Es gab eine ganze Reihe von Hamburger Kaufleuten, so auch bei diesem Schloss, die sich dann hier niedergelassen haben, die den Sommersitz hatten. Es gab aber auch eine ganze Reihe von Gütern hier in der Gegend, wo die Gutsherren dann in sehr unterschiedlich großen Gutshäusern gelebt haben. Und diese Gutshäuser wurden dann natürlich zu DDR-Zeiten sehr unterschiedlich genutzt. Hier in Karz war es ein Altenheim und nach der Wende wurden etliche von diesen Gutshäusern saniert, sind heute Schlosshotels, sind Privathäuser und werden einer sehr unterschiedlichen Nutzung zugeführt. Aber wir sind natürlich generell sehr froh, dass sie erhalten geblieben sind und dass wir jetzt hier
stehen können. Die Region spricht ja für sich. Wer hierher kommt, der wird das sofort feststellen, dass es wunderschön ist. Aber Sie sind der oberste Werber, möchte man sagen. Was macht es hier besonders lebenswert? Es ist die Landschaft, es ist die Ruhe, es ist, wir haben für den Urlaub hier in der Gegend, für den Aufenthalt verschiedene Slogans entwickelt. Einer ist natürlich und entspannt, weil in natürlich steckt Natur und in entspannt steckt spannend. Die verschiedenen Arten des Aktivurlaubs, die man hier machen kann, über Wandern, Fahrrad, Kanufahren, wird nochmal so ein extra Punkt sein, wenn wir unten an der Warnow sind. Für mich sind es auch immer die Menschen hier in der Gegend, die wunderbare Geschichten erzählen können. Und die Mecklenburger sind ja eigentlich ein bisschen als schweigsam bekannt. Die Erfahrung habe ich persönlich überhaupt nicht gemacht. Sondern hier ist man überall herzlich willkommen. Und hier weiß man auch zu empfangen. Also die Menschen sind schon froh, dass die Gäste hierher kommen. Ja, es sind verschiedene Aspekte. Für uns, die in der Touristinfo und unterwegs dann oft mit Gästen ins Gespräch kommen, dass uns Urlauber dann sagen, wir hätten es nicht für möglich gehalten, dass man in Deutschland 10 oder 20 Kilometer Fahrrad fahren kann, ohne einen Menschen zu treffen. Und gerade, ich sag mal, Gäste zum Beispiel aus Hamburg sagen uns, es ist nachts hier richtig dunkel. Das sind die Großstädter nicht gewohnt. Das sind dann manchmal so Kleinigkeiten, an die man selber gar nicht mehr so denkt oder die man nicht so wahrnimmt. Und manchmal ist so ein Blick von außen dann auch sehr, sehr wertvoll. Sie haben gerade schon ein paar Stichworte gegeben, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen möchte. Aber erstmal zu Ihrer Person auch noch, denn Sie sind ja auch ein großer Wanderfreund. Und Sie haben es auch gerade schon angesprochen, dass man hier gut wandern kann, dass man hier eine tolle Strecke laufen kann, so wie wir jetzt gerade auch. Also was bietet es für diejenigen, die einfach sagen, ich komme her und will ein bisschen laufen? Also wir haben im gesamten Naturpark verschiedene Wandermöglichkeiten an der Warnow durch die ausgedehnten Wälder. Da gibt es mittlerweile auch sehr gutes Kartenmaterial. Da gibt es Flyer in der Sternberger Touristinfo. Wir beraten da auch sehr gern. Und das ist ja so, dass man die Dinge, die man selber am liebsten mag, dann auch den Gästen am besten empfehlen kann. Es ist die Natur. Für mich sind es so Dinge, wenn man manchmal eine gewisse Strecke durch den Wald wandert und dann so rauskommt, die Weite der Landschaft. Es gibt hier in der Nähe den Golchner Hof, wo Bauer Kohl, das ist ein Comedian, dieses Hotel betreibt. Und der hat mal gesagt, die Bayern haben die höheren Berge, aber wir haben den weiteren Horizont. Sehr doppeldeutig. Aber das mit diesem weiten Horizont, es ist schon sehr, sehr toll, was für Tiere man beobachten kann. Zum Beispiel? Na, Rehe, Rotwild. Der Biber ist ja jetzt nicht so aktiv, aber auch, wenn man ein bisschen leise ist, Eisvögel, Kraniche, die hier überwintern, neuerdings sehr viele Silberreiher. Wir haben hier in der Nähe auf einem See saß eine Riesenkolonie an Seeadlern. Das war schon sehr eindrucksvoll. Wir könnten, wenn wir jetzt, und das tun wir ja gerade, vom Schloss weglaufen, von hier aus als perfekten Ausgangspunkt auch auf so einen Rundwanderweg gehen. Wir befinden uns jetzt gerade auf dem ersten Stück des Rundwanderweges in Richtung Warnow. Die Warnow durchfließt den kompletten Naturpark auf so knapp 60 Kilometern. Nicht nur ein Revier für die Wanderer, auch für die Kanuten, die hier sehr gerne fahren. Und es gibt drei Durchbruchstäler der Warnow. Eins ist bei Kanin, eins ist hier zwischen Altnecheln und Karz. Und das dritte, das bekannteste, ist bei Großgörnow. Das heißt, für die Wanderer ist hier eine ganze Menge zu erleben. Auch geführt oder alleine? Auch geführt ist es so, dass wir beginnend Anfang Mai an jedem Donnerstag eine geführte Wanderung oder eine geführte Radtour anbieten in der Region. Die Naturparkranger führen regelmäßig hier durch die ganze Region, unter anderem auch auf diesem Weg. Und dann gibt es verschiedene Angebote von Privatanbietern, die man nutzen kann, aber eben auch für Gruppenreisen. Da machen wir da gerne Angebote. Mhm. Und ein Stichwort haben Sie mir vorhin schon gegeben, nämlich auch das Kanu. Also das ist natürlich auch eine Region mit über 100 Seen, wo man natürlich auch auf den einzelnen Flussläufen viel erleben kann. Auch das ein großes Thema hier in der Region. Also Kanu ist ein ganz großes Thema. Ich ruder noch mal zurück zum Wandern. Der Weg, auf dem wir uns jetzt hier befinden, ist nicht nur der Rundwanderweg zwischen Karz und Altnecheln, sondern ist auch der Pilgerweg der heiligen Birgitta von Schweden, der also aus Schweden über Sassnitz
dann hier zumindest beschrieben hier durchführt. Die nächste Pilgerherberge ist im Kloster Temzin. Also es ist auch zum Pilgern hier reichlich Gelegenheit, wer da Interesse hat. Zum Thema Kanu. Der Kanutourismus hat sich in den letzten Jahren enorm entwickelt. Kanufahren kann man auf verschiedenen Abschnitten der Warnow. Es gibt zahlreiche Kanuverleiher hier in der Gegend, die dann auch den Rücktransport machen. Ist aber immer praktisch, ne? Weil gegen die Fließrichtung entspricht nicht dem guten Ruf. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, es gibt eine freiwillige Vereinbarung zwischen den Kanuanbietern, dass ab einem oder unter einem Pegelstand von 30 Zentimetern die Gebiete eben nicht mehr befahren werden, sondern da werden Ausweichvarianten dann gesucht und logischerweise auch empfohlen, einfach um seltene Pflanzen und Tiere. In der Warnow ist es besonders die Bachmuschel dann auch zu schützen. Okay, das ist aber auch wichtig, denn das zeichnet der Region ja aus, wie man auch mit seinen Schätzen umgeht. Man könnte ja jetzt auf Teufel komm raus auch sagen, naja, das nehmen wir alles billig in den Kauf, aber es ist gut, dass sie Wert drauf legen. Es ist für uns so ein wichtiger Aspekt, dass der Tourismus, den wir hier betreiben, dass der nachhaltig ist. Uns fällt es immer doll auf, wir kriegen immer ein bisschen Kritik über den Zustand der Radwege, wenn jetzt also der Radtourismus ist ja auch ein ganz großes Thema. Manche Wege bei uns sind eben Landwege, Feldwege, Waldwege, die auch je nach Wetter eine unterschiedliche Beschaffenheit aufweisen. Wenn man einen Sandhügel hochgeschoben hat, wird man aber mit dem Ausblick belohnt, sagen wir dann immer. Und das ist für uns dann auch nachhaltiger Tourismus. Und wenn man dann eben in der Natur unterwegs ist, die Landschaften sind schon sehr, sehr vielfältig und man kann durchaus von sich auch behaupten, dass man hier einen echten Canyon hat. Na, der Canyon ist im Prinzip der Warnow-Durchbruch bei Groß-Görnow, wo die Abhänge dann eben wirklich 20, 25 Meter sind und wo wir auch bei geführten Wanderungen Gäste hatten, die dann schon ein bisschen ins Schnaufen gekommen sind und gesagt haben, dass man schon eine ganz gute Kondition haben sollte. Beim Radfahren ist es so, der steilste Anstieg hier in der Gegend sind ungefähr 14% auf 800 Meter. Viele Gäste vermuten das nicht, dass es hier dann eben so hügelig ist. Aber das macht auch den Reiz der Landschaft aus. Ja, wenn man vom Weg abkommt, entdeckt man die Region. Ist ja auch so ein Motto, das Sie sich gegeben haben, weil es eben so vieles zu entdecken gibt. Was muss man unbedingt gesehen haben? Also man muss unbedingt die historischen Dinge gesehen haben. Sternberg ist ja der Hauptort hier in der Gegend. Sternberg war bis 1918 im Wechsel mit Malchin Landtagsstadt. Der letzte Landtag fand 1913 in Sternberg statt. Und insofern gibt es natürlich eine spannende Geschichte. Das Heimatmuseum wird zurzeit saniert, öffnet 2023 wieder laut Plan. Man kann aber in Sternberg auf Stadtführungen oder bei Stadtführungen und auch bei Nachtwächterführungen viel Spannendes über die Gegend erfahren. Dann ist es so, dass hier ja die Slawen gesiedelt haben. Es gibt in Großraden die Slawenburg, wo auf der Grundlage von Ausgrabungen dieses jetzt ein archäologisches Museum ist, auch mit ganz vielen Veranstaltungen, auch für Kinder. Es gibt ein Kutschenmuseum, es gibt ein DDR-Museum. Also wir decken fast die ganze Bandbreite in der Geschichte ab. Und wenn man mit dem Rad oder zu Fuß von Sternberg nach Großraden unterwegs ist und dort dann Kamele entdeckt, in Sternberger Burg gibt es einen Kamelhof mit exotischen Tieren. Also es ist sehr vielseitig hier in der Gegend. Ja. Lassen Sie uns noch mal eine kleine Exkursion machen, auch ja, in die Kultur. Wenn man unterwegs ist und sich ein fröhlich Liedlein pfeift, zum Beispiel alle Vöglein sind schon da, auch das ist hier tief verwurzelt, denn das kommt zum Beispiel von hier. Erzählen Sie uns darüber was. Hoffmann von Fallersleben war in der Nähe, sagen wir mal in der Nähe des Klosters Temzins bei Holdorf auf einem Gut zu Gast, weil es war in einer Zeit, wo es ihm wohl auch nicht so gut ging. Und er hat hier einige seiner bekanntesten Kinderlieder geschrieben. Also alle Vögel sind schon da. Seit einigen Jahren verläuft so durch den Naturpark die Bienenstraße. Und es wäre natürlich ideal gewesen, wenn er auch das Lied Summ, 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 Bienchen, Summ herum, aber das hat er woanders geschrieben. In Sternberg gibt es einen Garten, der nennt sich Lüttacker. Und die sind auch bei der Bienenstraße mit dabei. Und dort steht eine Steinbank, auf der Hoffmann von Fallersleben gesessen haben soll. Es ist ja immer ein bisschen Mystik und Legende. Aber ich finde, da kann man sich dann auch mal hingeben. Dass so. Und irgendwie passt Hoffmann von Fallersleben ja auch gerade so zu uns. Ein Männlein steht im Walde, ganz still und stumm. Jetzt stehen hier zwei Männlein im Walde und laufen hier so ein kleines bisschen herum. Passt ja irgendwie auch zueinander. Ja, es ist schon, es gibt viel zu entdecken.
Wir könnten jetzt hier noch Stunden weiterlaufen. Wie lange ist der Rundwanderweg? Der Rundwanderweg sind so 6 Kilometer. Und wenn man das in Ruhe genießen will, haben wir mal gesagt, und mit ein bisschen Pause und ein bisschen Proviant, den man manchmal mit hat, für ein Picknick sind es 1,5 bis 2 Stunden, je nachdem. Aber man könnte ruhig auch mal, wir bleiben ganz kurz mal stehen, man könnte auch wunderbar verweilen, denn wir sind wirklich mitten in wunderschöner Natur und man hört überall die Vögel zwitschern. Man kommt automatisch runter. Geht es Ihnen da genauso, auch wenn Sie das Ganze mit viel professionelleren Augen sehen? Ja, ich glaube, dass das ein bisschen die Kunst ist, wie man Tourismus macht. Also, dass man es selber auch noch sieht. Ja, den Blick sieht, die Natur sieht, die Vögel auch noch selber hört, weil nur dann kann man es auch gut vermitteln. Ich könnte mir vorstellen, dass nicht nur Hoffmann von Fallersleben hier inspiriert wurde, sondern dass es viele Künstler gibt, die hier in der Region zum einen tätig waren, aber auch tätig sind und die Kunst hier ein wichtiges Thema ist. Ja, es ist so, wir befinden uns jetzt wieder im Schlosspark von Karz, dass in jedem Jahr hier eine Ausstellung stattfindet, die nennt sich das Grüne Zitat, wo also Künstler hier im Schlosspark in der Zeit zwischen Mai und Oktober ihre Kunstwerke ausstellen. Es gibt eine ganze Reihe von Ateliers, es gibt Töpfereien, es gibt Maler, es gibt etwas östlicher, liegt Rothen, das ist liegt an der Mildenitz und ist quasi unser Künstlerdorf, wo es eine ganze Reihe von Ateliers von Künstlern in ganz verschiedenen Bereichen gibt. Es gibt Korbflechter, in jedem Jahr findet zu Pfingsten Kunst offen statt. Wir erarbeiten gerade eine Broschüre über die Künstler in der Gegend. Also das ist ein sehr breites Feld, das auch viele Besucher interessiert. Und als perfekten Ausgangspunkt würden Sie uns das Schloss empfehlen? Das Schloss in Karz ist der perfekte Ausgangspunkt für diesen Rundwanderweg, auf dem wir gerade ein kleines Stück gewandert sind, aber auch der perfekte Zielpunkt, weil auf der Schlossterrasse lässt sich eine Tasse Kaffee und ein Stück Karzer Apfelkuchen perfekt genießen. Dann machen wir das da jetzt doch, aber Sie haben auch noch was in der Hand. Was ist das denn? Das sieht so ein bisschen aus wie ein Stein. Was hat das? Ja, das ist, um die Verbindung zu dem Kuchen zu kriegen, das ist ein Sternberger Kuchen oder ein Steinberger Gestein ist der Fachbegriff. Ein Stück Mecklenburg aus einer Zeit von vor ungefähr 26 Millionen Jahren, wo hier alles Meer war, also Meer mit 2 E. Und es sind verdichtete Versteinerungen von Muscheln, von kleinen Seeigeln, von Haifischzähnen. Man hat in den Kieskuhlen hier in der Gegend diese Versteinerungen gefunden. Man hat auch Bernstein teilweise gefunden. Ja, und das ist so eine Besonderheit aus der Region, ein Sternberger Kuchen. Das sieht ganz, ganz toll aus, um das nochmal zu beschreiben. Also es ist quasi wie ein Stein, auf dem sich wirklich ganz viele Muscheln etc. befinden. Besser nicht reinbeißen, das könnte wehtun, aber es schaut wunderschön aus. Kann man das irgendwo dann auch besichtigen? Sieht man sowas? Es gibt eine Vitrine im Naturparkzentrum in Varin mit sehr schönen Funden. Und natürlich, wir haben eine Auswahl in der Sternberger Touristinfo. Und es gibt zum Kaufen auch ein Sternberger Schatzglas mit sehr kleinen Funden. Vitrine, Kuchen, es schreit nach einem Besuch im Schloss. Lassen Sie uns reingehen. Ja, dann gehen wir jetzt mal rein und gucken mal, was uns erwartet. Schloss Karz ist genau so, wie man sich ein schmuckes, herrschaftliches Anwesen vorstellt. Eine kleine Auffahrt. Vor dem Eingang sind Säulen, 2 hölzerne Flügeltüren. Es hat etwas Imposantes, aber auf der anderen Seite trotzdem etwas sehr Warmes, sehr Persönliches, ja Herzliches. Hier muss es Geschichten geben, die ich mir jetzt bei einer gemeinsamen Tasse Kaffee von Direktorin Katharina Dumann erzählen lasse. Frau Dumann, schön, dass wir hier da sein dürfen. In einem wunderschönen Raum. Er ist hellblau. Wo befinden wir uns? In der Bibliothek. Also diese Bibliothek gefällt mir ausgesprochen gut. Sie ist sehr geschmackvoll eingerichtet. Wir sitzen hier wie in einem Wohnzimmer, möchte man sagen, auf ganz gemütlichen Möbeln. Wie sind denn die Zimmer? Denn Sie haben gar nicht so sehr viele, aber dafür sind Sie ein kleines und feines Haus. Wir haben 22 Zimmer.
sind alle unterschiedlich eingerichtet. Unsere Zimmer haben Namen und das sind so tolle Namen, wie zum Beispiel das Parkzimmer oder das Jagdzimmer. Wir haben ein Köchinnenzimmer. Findet man im Köchinnenzimmer zum Beispiel Geschirr auch an den Wänden oder Töpfe auf dem Fensterbrett. Oder im Milchmädchenzimmer, da steht ein Milchschemel als Schreibtischstuhl und ein Kuhfell liegt auf dem Fußboden. Einfach so, dass man auch so ein bisschen das Gefühl hat, ja, jedes Zimmer ist anders und ich muss jetzt noch 21 Mal wiederkommen, um alle Zimmer zu erleben. Und dann weiß man erst, welches das Lieblingszimmer ist und dann kommt man auch nochmal ein 23. Mal vorbei. Unbedingt. Und wenn man von außen schaut, sieht man auch einen Turm und das weckt ja immer die Fantasie, so ein Turmzimmer. Passiert in diesem Turmzimmer auch irgendetwas oder ist es nur Dekoration? Das Turmzimmer ist tatsächlich so ein bisschen unser Zimmer für Verliebte. Da das Zimmer unter dem Turm bietet insofern nicht ganz so viel Platz. Und wir hatten überlegt, wie stellen wir das Bett am besten. Es war von allen Seiten waren Fenster dabei, man will ja auch keine Fenster verstellen. Und dann kamen wir auf die Idee, dass wir das große Bett einfach mitten in den Raum und direkt vor das Fenster stellen. So, dass man jetzt das Gefühl hat, wenn man morgens aufwacht, dass man im Park erwacht. Ganz besonderer Blick. Genau. Wenn man ihn nicht sowieso schon hat, weil man mit der Liebsten gerade hier zu Gast ist. Ja. Wenn man also von draußen hierher kommt, wir waren jetzt ja gerade im Park und dann sehe ich dieses wunderschöne Schloss, das muss doch eine unfassbar große Geschichte auch für die Region beinhalten. Also sagen Sie uns ein bisschen was zum Haus. Also Schloss Karz war schon immer sehr viele Jahrhunderte ein Mittelpunkt von Karz. Das war früher ein Rittergut gewesen und hat dann so seine Blütezeit um 1845 erlebt. Da wurde es von dem Julius Hüneken gekauft, das war ein Hamburger Kaufmann, der hier seinen Sommersitz für die Familie einrichten wollte und sich hier total ausgetobt hat, um das Schloss so herzurichten, wie es jetzt eben auch aussieht, von außen und mit der ganzen Parkanlage, mit den exotischen Gewächsen, die überall im Park auch zu finden sind und ganz typisch dafür eben auch der Mammutbaum. Der Mammutbaum, den man hier im Garten häufiger sieht, wunderschön. Es hat gleich was super Gemütliches, wie das Haus aber an sich. Also es ist im gotisch-altdeutschen Stil erbaut, drei Geschosse hoch. Das sieht alles so ein bisschen auch verwunschen aus. Also eigentlich schon alleine der Blick auf dieses Haus hat schon eine Gemütlichkeit und eine Entschleunigung. Stellen Sie das auch immer wieder fest? Sagen das Ihre Gäste so? Absolut. Also es wird immer als zauberhafter Ort wahrgenommen. Die Gäste, die hierher kommen, empfinden das immer als sehr wohltuend, es ist sehr harmonisch und sie kommen hier zur Ruhe, sie entschleunigen komplett, sie nehmen hier ganz bewusst die Natur eben auch wahr. Und das, obwohl es halt ein Schloss ist, wird trotzdem die Natur so oder ist die Natur so präsent, dass man hier einfach auch das Gefühl hat, die Natur jederzeit live zu erleben. Sie bieten ja auch hier im Schloss genügend an, um mal, wie man so schön sagt, runterzukommen. Quasi auf Knopfdruck. So soll es auch sein. Also wir sind überhaupt kein typisches Schlosshotel, sondern wir sind ein sehr gemütlicher Ort. Das sagen auch ganz viele Gäste, die dann immer hierher kommen, dass man von außen tatsächlich erst was ganz anderes erwartet und dann überrascht ist, wenn man hier reinkommt, ja, dass man sofort das Gefühl hat, man ist wie zu Hause, man wird warm empfangen, wir sind alle sehr herzlich und jederzeit bemüht, hier Gastlichkeit auch zu leben und dass der Gast sich hier so wohlfühlen kann, dass er nicht das Gefühl hat, irgendwie jemanden Bescheid sagen zu müssen, sondern ja, es passiert halt irgendwie alles so. Einfach mal sein. Genau. Hier sein und wohlfühlen. Genau. Ist genau das auch die Definition der Mecklenburger Hücke? Ja, genau. Das haben Sie richtig gut ausgedrückt. Denn Hüge ist ja eigentlich etwas Dänisches, also eigentlich ein norwegischer Begriff, der von den Dänen übernommen wurde. Und ja, dafür steht, dass das alles eine Gemütlichkeit, eine warme Atmosphäre hat. Warum haben Sie sich ausgerechnet diesen Begriff, den es mittlerweile sogar im Duden gibt, warum haben Sie sich den zu eigen gemacht? Ja, das hat der Ort quasi auch mit uns gemacht. Wir wollen ja nicht irgendwo einen Stempel aufdrücken, sondern wir transportieren ja das nach außen, was dieser Ort uns mitgibt. Und das ist eben einfach dieses Gemütlichkeit, Achtsamkeit, mit sich selbst im Reinen sein, zu sich selbst finden. Ja, das bringt dieser Ort mit sich. Also man hat hier Zeit, in sich selbst reinzuhören, sich einfach nur dem Tag hinzugeben, ohne irgendeinen Termindruck, ohne dass man bestimmte Sachen erledigen muss, sondern man kann einfach so in den Tag hineinnehmen. Und das macht diesen Ort aus. Das hat er uns so suggeriert und da haben wir gedacht, das nutzen wir dafür.
Entschleunigung, Entspannung definiert ja jeder anders. Der eine braucht dazu ein bisschen Aktivität, der andere möchte gar nichts dazu, der braucht einfach nur Ruhe. Aber auch darauf haben Sie reagiert. Sie haben ein umfangreiches Programm, was man hier auch innerhalb oder rund um das Haus alles machen kann. Also jeder wirklich so, wie er das möchte, wie er das für seinen Aktivitätenpegel vielleicht auch braucht oder auch für seinen Entschleunigungspegel. Man kann wandern, man kann mit dem Fahrrad fahren, man kann E-Bikes bieten wir an, also für jemanden, der halt nicht ganz so gut mit dem Fahrrad unterwegs ist, weil die Strecken hier so um das oder in diesem Mecklenburger Seenland sind teilweise doch schon sehr hügelig. Mhm. Und da bietet sich so ein E-Bike tatsächlich auch echt gut an. Wir haben im Park natürlich ganz viel zu entdecken. Wir haben den Playpark, wo man sich sportlich betätigen kann. Was genau kann man da machen? Ganz unterschiedliche Sachen. Also man kann verschiedene Kraftübungen machen, man kann auf dem Trampolin springen, man kann balancieren. Es sind 9 unterschiedliche Geräte und die stehen auch jedem zur Verfügung. Kann man sich so zeitlich eintakten, wie man es möchte und braucht auch keinen extra Trainer, weil überall stehen so kleine Täfelchen vor, wo man dann sich die Übung halt auch aussuchen kann. Fast schon der klassische Trimm-Dich-Parcours. Quasi. jetzt bin ich hier gerade durch das Foyer gelaufen, hier in Richtung Bibliothek. Da stehen draußen überall Gummistiefel rum. Was passiert damit? Ja, Mecklenburg ist ja nicht dafür berühmt, ständig Sonne zu haben, sondern sehr jahreszeitenintensiv das auch so auszuleben. Und Gummistiefel und Regenjacken sind nicht immer das typische Urlaubsgepäck. Und deswegen wollen wir das unseren Gästen hier einfach zur Verfügung stellen, damit sie damit ihren Koffer nicht beschweren müssen, aber trotzdem auch bei Regenwetter Mecklenburg erleben können. Also darüber beschwert sich sozusagen keiner, wenn er hier ist. Nein, das finden die mal ganz toll. Mhm. Zur Aktivität gehört natürlich auch, dass man sich danach stärkt oder zumindest kulinarisch verwöhnen lässt. Das muss nicht immer viel sein, das muss gut sein. Auch da reagieren Sie. Man kann, wir haben gerade schon gesagt bekommen von Herrn Bouvier, es gibt leckeren Kuchen hier. Also Kaffee und Kuchen ist natürlich im Schlosscafé überhaupt keine Frage. Aber auch das Restaurant bietet allerhand Köstlichkeiten. Ja, wir haben eine ganz, ganz tolle Küche. Wir gehen sehr achtsam mit unseren Produkten um. Wir achten sehr darauf, dass wir lokale und regionale Produkte verwenden. Man findet bei uns auch keine große Speisekarte, sondern wir gucken tatsächlich, was können wir gerade gut bekommen, was ist in der Saison aktuell und das verarbeiten unsere Köche zu frischen Menüs. Und es kommt sehr gut an bei den Gästen. Das ist schön. Wir haben Küchengarten, wo wir unser Gemüse ernten. Wir haben jetzt ein paar Beerensträucher noch im letzten Jahr angepflanzt, wo wir hoffen, dass wir dieses Jahr ein bisschen was ernten können. Bienen sind im Park, die natürlich den großen Obstgarten auf der einen Seite bestäuben, auf der anderen Seite kriegen wir dann Honig dafür. Natürlich unsere Millionen von Äpfeln, die wir im Herbst dann immer schön ernten können, daraus unseren Apfelsaft machen, Apfelkuchen. Also wir arbeiten sehr bewusst mit unserer Umgebung und versuchen die Produkte, die wir hier haben, zu verwenden. Das ist das Kulinarische aus der Region, aber Sie machen auch eben, weil Sie sagen, Sie achten auf das, was Sie rundherum haben. Sie nutzen die Möglichkeiten von rundherum auch gut. Den Park kann man zum Beispiel super gut nutzen mit Barbecue, mit allen möglichen Aktivitäten, die draußen im Park stattfinden. Ja, was wir jetzt auch noch ganz neu haben, ist unsere Schäferwagensauna. Das ist auch ein absolutes Highlight. Und zwar steht die mitten im Obstgarten. Mhm. Und es passen auch nicht viele Personen rein, sondern immer nur 2. Das reicht ja im Zweifel. Absolut. Und es ist so schön, weil dann kann man, während man sauniert, guckt man in unseren Obstgarten. Aber Sie haben es gerade angesprochen, übers Jahr hinweg gibt es auch viel Aktivität im Park. Also es kann durchaus auch mal sein, dass man dort unten Kunst-, Kultur-, Veranstaltungen sieht. Was genau findet alles statt? Schloss Karz war schon immer ein Ort, der sehr auch mit Kunst verbunden war. Dadurch, dass die Familie Hüniken, denen früher das Schloss gehört hatte, auch sehr künstlerisch angehaucht waren und sich selber auch künstlerisch betätigt haben. Und für uns stand es außer Frage, dass wir diesen Gedanken natürlich auch weitertragen wollen. Und wir haben dann mit einem Künstlerehepaar, die auch hier direkt in Karz wohnen, eine Vereinbarung getroffen, dass die jedes Jahr von Mai bis Oktober eine Ausstellung bei uns im Park organisieren. Es nennt sich das Grüne Zitat. Das steht jedes Jahr unter einem anderen Thema und dazu entwerfen dann unterschiedliche Künstler, die von diesem befreundeten Künstlerehepaar eingeladen werden, Installationen, Skulpturen, einfach so Kunstobjekte, die sich auch jederzeit angucken kann. Das sind auch mal ganz spannende Sachen, was dabei entsteht. Wir hatten zum Beispiel das eine Jahr, was mir noch ganz prägnant in Erinnerung ist, hatten wir ein blaues Kleid unten in einer Eiche hängen.
Das war, Kunst ist ja auch immer so ein bisschen, ja, der eine findet es gut, der andere findet es nicht gut, aber es soll auch immer irgendwie ein bisschen zum Diskutieren anregen. Und dieses blaue Kleid hat tatsächlich sehr viel Diskussion angeregt. Das war, für die einen war das irgendwie so ein Aufbruch und auch diese Verbindung zur Natur, und für die anderen war es, als würde ein Geist von dort herabschweben. Ja, aber eben, wie gesagt, immer ganz spannend, wie viel unterschiedliche Meinungen dabei entstehen. Eine weitere schöne Aktion, die wir auch noch haben, ist Kunst gegen Bett. Da haben wir uns dazu entschlossen, Künstler einzuladen, bei uns Zeit auf Schloss Karz zu verbringen, den Ort auf sich wirken zu lassen. Sie schlafen für 3 Nächte bei uns, bekommen Kost und Logis quasi frei, lassen den Ort auf sich wirken und lassen hier etwas entstehen. Und das überlassen sie uns dann. Welch schöner Gedanke. Denn das ist ja praktisch eigentlich in der großen Historie der Künstler, von Kunst, Kultur, genau so war es ja früher auch. Man hatte nicht viel, man ist irgendwo hingegangen und hatte dort einen Mäzen, der hat einem Obdach gewährt, und so greifen sie das auch auf. Wie wird das angenommen? Total gut. Kriegen wir schöne Bewerbungen für. Natürlich gucken wir auch, dass wir jetzt nicht 100.000 Mal Aquarelle irgendwie dabei haben, sondern sortieren das schon auch so ein bisschen, dass unterschiedliche Sachen entstehen. Aber was dabei alles bisher entstanden ist, wunderschön. Also wir hatten zum Beispiel jemanden, der hier ein Buch geschrieben hat, wie so eine Art Tagebuch für die 3 Tage, die er hier erlebt hatte. Dann hatten wir jemanden, der eine Skulptur gemacht hat. Fotografien sind ganz tolle entstanden. Aquarelle, Schnitzereien. Aber mir scheint, Ihr Schloss ist ein Ort auch der Erinnerungen. Also man behält etwas, man erinnert sich gerne, und es ist in vielerlei Hinsicht ein Ort voller Schätze. Absolut. Und was uns natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, wir sind sehr heimatverliebt. Wir sind alle Mecklenburger mit dem Herzen. Und was wir eben auch einfach möchten, ist, dass die Gäste, die hierher kommen, Mecklenburg erleben. Und wenn sie hier wieder wegfahren, auch ein Stück Mecklenburg mitnehmen. Und deswegen einfach auch diese Verbundenheit zu unserer Umgebung, dass man das alles bewusst auch wahrnehmen soll, dass sie auch einfach das Gefühl haben, ja, sie essen hier jetzt nicht die zigtausendste Söte Auster, sondern das ist hier Mecklenburg, was auf den Tisch kommt. Das ist der Karzer Ochse, der hier nebenan auf der Sommerwiese groß geworden ist. Oder dass sie morgens beim Frühstück eben den Honig von unseren Bienen dabei haben und auch die Jahreszeiten hier ganz bewusst kennenlernen. Da sind auch mal ganz viele Städter total überrascht, wie intensiv die Jahreszeiten hier auch zu erfahren sind. Wir haben viele Stammgäste, die sowohl Frühling, Sommer, Winter, Herbst herkommen und sich immer wieder total überrascht zeigen, wie intensiv und verändert die ganze Umgebung ist. Die Umgebung ist sowieso ein Thema. Da haben wir im Eingangs unserer kleinen Tour hier schon ein bisschen was darüber erfahren. Aber wenn man jetzt ins unmittelbare Umfeld geht, gibt es schon auch für Sportbegeisterte eine Menge zu entdecken. Unbedingt. Also was natürlich super dicht bei uns liegt, ist der Golfplatz, Winston Golf. Und wir bieten natürlich auch Golfarrangements an, also wo die Gäste sich hier auf der einen Seite verwöhnen lassen können und auf der anderen Seite dann nachher sportlich aktiv werden bei Winston Golf. Mhm. Darüber möchte ich gleich noch mehr erfahren. Abschließend, was wünschen Sie sich für die Zukunft an diesem fast schon verwunschenen Ort? Was soll es sein für den Gast, aber auch ein Stück weit für sich selbst? Ich wünsche mir, dass es hier immer herzlich ist, dass es hier immer als ein Ort der Begegnung wahrgenommen wird, dass man hier nie das Gefühl hat, man ist irgendwo bei einem Hotel zu Gast, sondern man ist bei Freunden zu Gast. Mhm. Ja. Herzlichen Dank. Man kommt auch so ein bisschen nach Hause. Das soll genau so sein. Herzlichen Dank dafür. So, und jetzt möchte ich mehr zum Golfen wissen. Golftasche habe ich heute nicht dabei. Ich schaue erstmal nur, was mich und damit euch bei Winston Golf erwartet. Nach rund 20 Minuten Fahrt komme ich an, am wunderschönen, weitläufigen Gelände am Vorbecker See. Von weitem sehe ich schon die große rote Eingangstür des Clubhauses, und sie signalisiert mir, dass ich hier auf etwas ganz Besonderes stoße. Und im Verlaufe des Gesprächs mit Direktorin Steffi Merchel werde ich auch verstehen, warum wir uns ausgerechnet im sogenannten Schottlandzimmer treffen, mit einem atemberaubenden Blick auf den Abschlag von Loch 18. Und wie sich das für so einen lockeren Golftag gehört, mit einem Golfer direkt vor mir und der Direktorin Steffi Merchel. Ein Golfer, was ist genau das?
Also ein Golfer können ja ganz viele Sachen sein. Ein Golfer ist zum einen das, was du da draußen siehst, nämlich der Mensch, der da Golf spielt. Aber ein Golfer ist auch ein sehr beliebtes Getränk bei uns, nämlich eine Mischung aus Grapefruitsaft und Bitterlemon. Und das gibt es meistens in großen 0,5 Gläsern und wird sehr, sehr gerne nach der Golfrunde erstmal verschlungen. Ein wunderschönes Ambiente, muss man sagen. Das haben Golfplätze so an sich, aber hier empfinde ich es als ganz besonders. Wir sitzen hier, schauen direkt nach draußen. Ich sehe den Abschlag von Loch 18. Wunderschön gelegen, aber wir wollen natürlich den Winston Golf Course hier an sich, der ja nicht nur aus einem, sondern aus mehreren besteht, ein bisschen genauer kennenlernen. Also helfen Sie uns auf die Sprünge. Was erwartet den Golfer hier? Ja, den Golfer erwartet, dass er hier seine Leidenschaft wirklich frönen kann, wie ich immer so schön sage. Nämlich sobald man sozusagen über den kleinen Huckel fährt und auf die Anlage rauffährt, ist nur das Thema Golf präsent. Also natürlich kann man ganz viel Golf spielen, weil wir haben sehr viele Golfbahnen, 3 Plätze an der Zahl, von verschiedenen Schwierigkeitsgraden, sodass jeder sich auch willkommen fühlen darf. Und auch im Golfhaus, man sieht eigentlich überall immer das Thema Golf. Bei uns sind zum Beispiel auch Kleiderbügel aus Golfschlägern gemacht oder Lampen aus Golfschlägern oder wir haben ganz typische Golftapeten und also überall ist Golf, Golf, Golf. Wir haben ganz klassische Golfgerichte im Restaurant und ja, also deswegen Golfleidenschaft pur. Der Golfer neigt ja dazu, dass er dem Hobby dann auch gerne frönt. Auch nach der Runde geht es auf der Terrasse meistens nur um dieses Thema. Wenn wir uns da jetzt hinsetzen würden, wir würden wirklich Menschen nur über Golf reden hören. Und das können sie hier eben sehr gerne tun. Wir stellen schon fest, hier in der Sternberger Seenlandschaft ist insgesamt sehr viel Liebe zum Detail. Das setzt sich natürlich auch hier im Golfclub fort. Wenn wir jetzt mal die einzelnen Bahnen, die beschreiben wir sie nicht einzeln, aber wenn wir die einzelnen Golfplätze uns mal anschauen, also 3 Stück haben sie, und zwar den Winston Open, ein Linkskurs, das ist für geübte Golfer etwas ganz Besonderes. Sie haben aber auch einen Par-3-Platz. Das wäre doch der perfekte Platz für so einen Anfänger, der sonst mal ein bisschen rumdaddeln genau, möchte. Genau, das ist ein ganz perfekter Platz für den Anfänger. Da kann er ganz in Ruhe üben. Da ist auch noch nicht so weit bis zur Fahne. Und der enthält ganz viele Elemente, sowohl vom Winston oben als auch vom Winston links, sodass er da schon mal reinschnuppern kann. Es ist aber auch der perfekte Platz für mal eine ganz schnelle Runde. Also wir Mitarbeiter hier, wir gehen da auch gerne mal nach der Arbeit oder auch in der Mittagspause einfach mal ganz fix rüber. Je nachdem, ob man jetzt zum Beispiel zu zweit unterwegs ist, ist man dann auch in einer halben Stunde durch und hat trotzdem irgendwie das Gefühl, dass man wirklich Golf gespielt hat. Und ja, dafür ist er perfekt. Weil man ja insgesamt ja vielleicht, wenn man dann auch in der Region ist, ein bisschen mehr erleben will als nur Golf. Man kann aber auch nur Golf erleben. Und zwar in seiner pursten Art. Wenn wir zum Beispiel über den Winston Open sprechen, das ist ein Turnierplatz allererster Garde. Beschreiben Sie ihn mal ein bisschen. Ja, der Winston Open ist unser ältester Platz, also sozusagen das Urgestein von Winston Golf. Hat so Parkland-ähnliche Züge, wobei wir ihn nicht als Parkland klassifizieren. Sehr, sehr weitläufig, also zwischen den Bahnen ist ganz viel Platz. Das hat man nicht so oft, sonst ist es oft auf den Golfplätzen so, dass man immer so aneinander vorbeispielt. Bei uns ist dazwischen ganz viel Fläche und viele Wasserhindernisse. Also viel Fläche, um einen Ball zu suchen und viele Wasserhindernisse, um Bälle zu verlieren. Tja, das ist das Handicap, das jeder Golfer hat. Und er wird auch als Turnierplatz genutzt. Also es ist tatsächlich so, wir haben unsere Hauptplätze Winston oben und Winston links. Und das ist auch das, worum es auf der Terrasse ganz oft geht. Beide sind sehr, sehr beliebt. Und beide sind auch schwierig, weil viele Hindernisse auf dem Open, gut verteidigte Grüns, da kann man sich schon dran festbeißen, wenn man eine richtig gute Runde spielen will. Und wenn wir zum Beispiel die Profis da haben, auch die lieben absolut beide Plätze, weil sie sind einfach total unterschiedlich. Und der Winston Open ist ein absoluter Turnierplatz. Muss man sagen, ist auch ein großes Turnier immer hier. Bernhard Langer, also unser deutscher Golfguru, der immer noch unfassbar gutes Golf spielt, den kann man hier auch bei Zeiten sehen. Ne? Der hat ja schon das ein oder andere Senior-Turnier gespielt. Ja, das ist richtig. Und tatsächlich kann ich auch ganz stolz sagen, dass er bei uns Mitglied sogar ist. Also wir sind sein Heimatclub und da sind wir auch extrem stolz drauf. Und 4 oder 5 Mal hat er auf jeden Fall schon die Winston Golf Senior Open mitgespielt. Und
ist natürlich ein absolutes Highlight für Klein und Groß. Also die kleinen Jungs, die Golfer, stehen dann Schlange, um eine Unterschrift zu bekommen. Und er ist ein Golfguru, absolut. Wir haben jetzt eben über den Turnierplatz, über den Open gesprochen, der aber auch der Linkskurs, der ja auch als Turnierplatz hergenommen wird. Link hat eine ganz besondere Bedeutung. Welche denn? Genau, also man spielt nicht die ganze Zeit links oder muss immer links abbiegen. Da gibt es immer so lustige Quizfragen drüber. Das ist es nicht. Link mit hinten mit C geschrieben. Also im Original ist Linksland ist früher das Land gewesen zwischen dem fruchtbaren Ackerland und dem Meer. Und das war sozusagen übrig und keiner konnte was damit anfangen, weil da war jetzt kein fruchtbares Land mehr zu greifen. Und so ist tatsächlich mal Golf entstanden, im Linksland. Und deswegen heißt es Linkskurs. Aber es ist eben so, dass auch wenn wir jetzt etwas ausführlicher über Platzbau und über Schwierigkeitsgrade gesprochen haben, das Schöne am Golfen ja eigentlich ist, dass man hingeht und dass man auch sekundenschnell in einer eigenen Welt ist, wie Sie es eingangs angesprochen haben. Es dreht sich dann alles um Golf und man ist in einem kleinen Mikrokosmos. Genau das ist es ja auch bei Ihnen. Es ist die Landschaft, es ist die Visitenkarte Mecklenburg-Vorpommerns, der Charakter der Region, die sich natürlich auch im Golfplatz dort dann widerspiegelt. Ja, also wir haben natürlich durch die fantastische Lage mitten in Mecklenburg-Vorpommern auch den Vorteil, dass es ein absolutes Naturerlebnis ist. Also man hört keine Autos, Flugzeuge oder so, man ist wirklich mittendrin. Und tatsächlich haben wir auch Familie Fuchs da und Familie Reh und alles Mögliche. Und das finden die Leute herrlich. Sie sind wirklich mitten in der Natur. Und das ist, und dann sind wir auch die Visitenkarte für den Golfsport. Da bemühen wir uns drum. Und viele wissen immer gar nicht, dass sich so eine Perle mitten in Mecklenburg hinter den sieben Bergen verbirgt. Aber es ist tatsächlich für Golfer ein absoluter Anzugsort. Und deswegen verbringen sehr viele ihre Golfauszeit, wenn sie mal fern ihres Heimatplatzes spielen wollen, gerne bei uns. Und das finden wir auch schön. Und da ist natürlich auch das Schloss, in dem ich vorhin war, die perfekte Kombination. Denn da kann man schlafen und dann kann man bei Ihnen Golf spielen. Genau. Man kann abends der Schlossherr sein und das Schloss hautnah erleben. Das ist uns ja in dem Haus ganz besonders wichtig, dass das Schloss erlebbar ist. Und tagsüber kann man dann von morgens bis abends seiner Leidenschaft frönen. Und das ist für viele Golfer ja die perfekte Auszeit des Jahres. Jetzt wollen wir natürlich, Golf ist zwar mittlerweile sehr, sehr populär, aber für viele doch immer noch eine Randsportart, an die sie sich nicht rantrauen. Ganz kurz da auch nochmal sagen, es ist nicht nur etwas für Cracks, es ist nicht nur etwas für den eingefleischten Golfer, sondern wenn man sagt, ich habe jetzt Lust, genau in dieser Region meinen Urlaub, vielleicht ein Wochenende zu verbringen und aber trotzdem mal zum Golf reinschnuppern, das kann man da auch gut. Ja, also das ist tatsächlich sogar eine Herzensangelegenheit von mir, dieses Image wegzuschubsen, weil Golf ist ein ganz faszinierender Sport. Faszinierend, weil man kann es in jedem Alter tun und jeder kann es auch mit jedem tun. Dafür gibt es ja dieses tolle Handicap-System. Und das ist eben das Schöne an dem Sport. Man kann das meistens unfassbar lange auch spielen. Wenn man das mal anschnuppern möchte, haben wir ganz tolle Möglichkeiten. Also wir haben diese ganz klassischen Sachen wie Schnupperkurs, das haben viele immer schon mal. Ich habe ja schon mal einen Schnupperkurs gemacht. Wir haben aber auch tatsächlich ein bisschen lebhaftere Produkte für die Jüngeren und das heißt dann bei uns zum Beispiel Action Golf. Da kann man Golf auf eine etwas modernere Art kennenlernen und merkt dann auch sehr schnell, dass es eben dann doch nicht so eine Randsportart ist, die total eingestaubt ist. Und das ist mir sehr wichtig, weil tatsächlich kann Golf süchtig machen. Steffi Merchel, herzlichen Dank. Heute war ich hier, um die Region kennenzulernen. Das nächste Mal komme ich wieder und dann spiele ich auch eine Runde. Das war ein sehr schöner, ein erlebnisreicher Tag in Karz und Umgebung. Und um ehrlich zu sein, so ein schönes Fleckchen Erde hatte ich nicht erwartet. Der Naturpark Sternberger Seenland ist wirklich etwas Besonderes und ganz anders als viele Landschaften hier bei uns im Norden. Auch weil es sehr hügelig ist und verträumt und zum Teil verwunschen. Man fühlt sich zurückversetzt in längst vergessene Zeiten und weiß doch, dass hier etwas passiert, dass man die Zukunft gestaltet und das Beste für die Besucher rausholt. In die Region kommt ihr übrigens sehr gut über die A24 und die A14.
Alle Infos und Kontaktadressen für euren Kurzurlaub oder den Tagesausflug in das Sternberger Seenland findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes. Übrigens, die Landeshauptstadt Schwerin mit ihrem herzoglichen Schloss liegt nur knapp 20 Minuten entfernt. Hört doch mal in unsere Podcast-Folge über Schwerin rein. Dort bekommt ihr noch mehr Ideen und Tipps für eure Auszeit. Das war's für den Moment. Danke für eure Zeit und bis zur nächsten Folge einfach mal raus. Und bis dahin abonniert gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Und empfehlt uns, schickt eure Freunde und Familien auf eine kleine akustische Reise durch die Metropolregion Hamburg. Und vielleicht reist ihr auch mal gemeinsam dorthin. Wir würden uns freuen. Das war Einfach mal raus, der Podcast für Kurzreisen und Ausflüge in der Metropolregion Hamburg. Die schönsten Geschichten und besten Tipps für die Auszeit vom Alltag. In Zusammenarbeit mit den Ausflugsregionen der Metropolregion Hamburg.